Es ist soweit. Die 100. Folge von Odyssey im Auftrag des Königs in der Pre-Release Edition. Wir haben für Erik einen Auftrag zu erledigen. Und zwar sein Amulett zu suchen. Ich sage nochmal herzlich willkommen an dieser Stelle. Und hier steht, dass wir das Amulett im Dorfres. Okay, ein Druckfehler, ein Schreibfehler. Okay, nicht schlimm. Sollte ich ja berichten. Das habe ich jetzt hiermit gemacht. Also ich soll mich im Dorf umgucken. Oder es hat jemand, der sich häufig außerhalb des Dorfes aufhält. Yep, dann schauen wir doch mal, ob Erik sich beklauen lässt. Es ist zwar gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen, aber probieren wir es mal aus. Tja, 150 Erfahrung. Das ist eine coole Sache. Kann man ihn auch hier bestehlen? Hey du, was schleicht? Nee, kann man nicht. Was schleicht? Ich war doch gar nicht im Schleichmodus. So, der Corsar. Es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Auch das. Alles klar? Lass mich in Ruhe. Haben wir erledigt. Schauen wir mal, wie Mount drauf ist. Na warte, du Dreck. Okay, funktioniert nicht. Können wir natürlich wieder laden. Ja, bekämpfen wir erst die Korsaren, das machen wir ja auch. So, was ist mit ihm hier? Das ist auch ein Korsarenjäger. Ist auch gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ich versuche es aber mal. Na warte, du dreckiger Dieb! Ja, okay. Okay. Ich lasse immer so ein bisschen hier die Ladebildschirme stehen, weil es ganz gut ist, einige Tipps zu lesen. Das finde ich auch eine gute Option von dieser Mod. Ja, dann gehen wir mal zurück ins Dorf, aber nicht doch. Das war hier die Brücke, ja. Und vielleicht gibt es noch ein paar Kräuter zu looten. Das werde ich natürlich, hallo? Ach, ich bleibe hier am Blatt hängen. Das werde ich natürlich verkürzen, bis ich wieder im Dorf bin, weil ich habe hier noch einiges vergessen. Ja, das ging schnell. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass hier am Baum, an der Kante, eine Essenz der Heilung zu finden ist. Schaue ich mal weiter. Ja, auch hier ist etwas zu finden. Außer eine Weidenbeere auch eine Essenz der Heilung. Ist schön. Gucken, ob es noch was Besonderes gibt. Bin ich bekannt, dass man so Tränke in der freien Natur finden kann. Normalerweise in Gebäuden. Naja, weiter geht's mit der Suche. So weit, so gut habe ich hier diesen Längsbereich, so gut es geht, abgesucht. Nach Kräutern, nach Pilzen. Naja, und Bergmoos gab es auch viel. Und dabei ist mir aufgefallen, meine Herren, hier ist ja noch eine Höhle versteckt. Und da steckt auch einer drin. Der sieht mich nur nicht. Okay, wieder zurück in die Normalperspektive. Dann werde ich mal gucken, ob der mir gefährlich sein könnte. Ach, das ist Alvarez. Ah, Alvarez. Hallo. Sei gegrüßt, Alvarez. Bist du spanischer Herkunft oder was? Ah, hier gibt es auch Pilze. Erst Pilze sammeln. Dann sprechen wir mit Alvarez. Was liegt hier? Das ist irgendwie kaputt. So, gebratenes Fleisch, Alvarez. Alvarez ist hier. Mal gucken, was er sagt. Es wäre einfach. Erstmal stehlen. Hallo. Hallo. Hallo, Fremder. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ich bin ein Reisender, der hier auf der Insel einige Erkundigungen einziehen will. So, so. Aber nicht bei mir. Ich weiß nichts und ich sage nichts. Klar? Ja, ja, schon gut. Kannst du mir denn zumindest sagen, wer du bist und was du hier machst? Wenn es unbedingt sein muss, na von mir aus. Ich bin Alvarez und ich sammle Pflanzen. Oh, Pflanzen? Ja. So, so. Jetzt weißt du es. Also hau ab und stör mich nicht länger. Na toll. Tolle Nummer. Aber irgendwas war mit Alvarez in einer Quest. Ich frag mal weiter. Ich weiß Bescheid. Du arbeitest für den Korsaren Mount. Aha.
Ein neugieriges Bürschchen, was? Keine Sorge, auch ich arbeite für die Korsaren. Dein Glück, ich hätte dich sonst umlegen müssen. Aber wo du schon da bist, sag Mount, dass ich endlich mein Gold haben will. Warum sollte ich? Ich bin doch nicht dein Laufbursche. Du bewegst jetzt gefälligst deinen Hintern zum Mount, sonst werde ich ungemütlich. Ist das klar? Ich sollte ihm eins aufs Maul hauen. Dieser Grobian hätte es wirklich verdient. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Nichts, ich habe nur laut gedacht. Jojo. Ja, dann beweg dich endlich. Ich will endlich mein Gold. Aha, er will endlich sein Gold. Okay, okay, es gibt ja noch eine Gesprächsoption. Weiß ich, aber ich möchte doch... Oh, hier ist ein Grabstein. Ich möchte erstmal hier noch einiges looten. Was steht denn auf dem Grabstein drauf? Nee, hier liegt Mr. No Name. Ja dann, was haben wir denn noch hier? Da war da noch was Weißes. Wo ist es denn? Ach, diese Meeresspiegelebene ist nicht ganz... Da war doch was. Okay. Dann wollen wir mal abspeichern und weiter mit Mount. Ach, da war was. Okay, geblattene Fleisch. So, Alvarez, der spricht ja Hochdeutsch. Mount hat mir gesagt, dass du auf dein Gold noch warten musst. Okay. Erst will er die Informationen, die du ihm besorgen solltest. Vorher bekommst du nichts. Wenn du Ärger machst, soll ich dir gewaltig eins aufs Maul geben. Weil du so unverschämt bist. Was? Ja. Und ehrlich gesagt, finde auch ich, dass du eine Abreibung wirklich verdient hast. Bah, du kleiner erbärmlicher Wicht. Komm her. Okay. Das heißt also, er wird mir eins aufs Maul geben. Aber mit nacktem Oberkörper wäre das nicht so praktisch. Werden wir uns mal schnell... Ach, ich habe was vergessen. Ein Rabenkraut. Ah, er bleibt hängen. Meine Chance zum Umkleiden. Eine bessere Rüstung. Und zum Speichern. Oh, du hast aber ein langes Teil da. Oh, das sieht gut aus. Das sieht schlecht für mich aus. Ich wusste es. Und jetzt los. Ach, der hat nochmal nachgeschlagen. Nachgestochen. Vielleicht kann ich ihn ja mit einem Feuerpfeil erstmal schwächen. Und dann... Ja, okay. Gucken, bisschen näher ran, da ist die Trefferchance größer. Oder auch nicht. Shit. Trifft jetzt die ganze Zeit das Schwert oder wie? Oh, schon wieder. Ja, ich hab's schon mal versucht. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Mal gucken, was der große Baum, ob der noch Schutz bietet. Da ist ja noch ein Pilz. Oh ne, Alvarez hat gute Arbeit geleistet, indem er mal nachgedacht hat. Okay. Da sind noch zwei Dunkelpilze, die habe ich voll vergessen. Aber kann ich mir... Oh, Alter. Die hat mich getroffen. Wo gibt es denn hier Aufstiegsmöglichkeiten? Ah. Okay, er hat seine Waffe eingesteckt. Wo bist du? Er kommt da. Okay, er ist noch beschädigt, der Alvarez. Wird natürlich jetzt zu seiner Hölle gehen. Höhle. Aber ich will ihm versuchen, die Hölle zu geben. Indem er brennt. Oder er geht in die Höhle und regeneriert sich. Ich weiß es nicht, wie das alles so... Okay. Schauen wir mal. Da ist er. Ah, mit dem Rücken zu mir sogar. Okay, das könnte so eine Peu-à-peu-Geschichte werden. Du schon wieder! Abhauen, einstecken, abhauen! Okay, er hat sich nicht regeneriert in der Höhle. Du schon wieder! Nee. Aber nehmen wir den mal hier. Tempo 2. Gucken wir mal.
Ein paar Feuerpfeilchen schwächen, dann Du schon wieder! Okay. Ich schon wieder hier. Er kommt immer noch. Er kommt immer noch. Ja, hau ab, das ist gut. Da hinten ist er. Okay. Dann kann ich ja mal hier... Hier ist schon wieder was. Das habe ich doch eben alles schon aufgehoben. Also liebe Leute, ich weiß ganz genau, dass ich hier schon mal bergen muss im Abendkraut. Dann wird das immer neu gespawnt. Das ist eine klasse Sache. So, Alvarez. Ach, da oben bist du. Bei der Gelegenheit mal die Pilze ziehen. Die Heilpflanze. Speichern. Ja, das ist eine richtig hanebüchene Geschichte, die ich hier mache, aber vielleicht lohnt es sich, ja, man weiß es nicht. Mühsam ernährt sich der Alvarez oder Roland von Alvarez. Da ja immer schön. Na? Jetzt kannst du was erleben. Ah, jetzt hat er sich regeneriert. Okay, hat alles nichts gebracht. Schade, schade, schade. So was Beklopptes aber auch. Wahrscheinlich regeneriert er sich ab einem ganz speziellen Lebenspunkt. Oder bei einer ganz bestimmten Schwelle seiner Kraft, Lebenskraft. Jep, hier schon wieder Butlerfleisch. Mhm. Dann wird er so nix. Dann werden wir den Alvarez wohl später killen, wenn ich besser ausgerüstet bin. Jep. Apropos Ausrüstung. Ärmliche Rüstung und Sträflingskleidung wieder anziehen. Ja, das hat so nicht geklappt. Dann fetze ich jetzt mal zum Mount rüber, blende mich wieder ein, wenn ich bei ihm bin. Angekommen bei Mount und mal gucken. Nö. Hä? Hey. Auf jeden Fall habe ich Alvarez gedroht, dass er endlich seine Informationen herausrücken soll, da er ansonsten kein Gold bekommt und damit rechnen muss, eins aus dem Maul zu bekommen. Daraufhin griff er mich an. Okay, das war also die Geschichte. Keine Chance. Wir müssen den Alvarez killen. Es ist da nicht zu fassen. Das ist doch nichts Neues. Und auch nichts Neues. Richtig so. Okay, dann werde ich mal ins Dorf gehen oder ums Dorf herum und mal gucken, ob wir das Amulett von Erik finden können. Bis dahin. Vorher noch einen kleinen Abstecher zu Baromir und versuchen, ihn mal seinen Geldbeutel zu stehlen. Was hiermit auch geklappt hat. Schön. Mal gucken, ob Carvalho was weiß. Carvalho, ja. Du hast nicht zufällig ein Amulett gefunden. Ein Amulett? Möglicherweise. Aha. Verstehe, du willst Gold. Na gut, wie viel willst du? Ah, du sprichst meine Sprache. Nun, für 50 Goldmünzen würde ich dir gerne weiterhelfen. Aha. Er wird mir weiterhelfen, aber sagt ja natürlich nichts aus, ob er das Amulett auch wirklich hat. Na, diese Investition muss ich ja machen. Ich habe ja genug den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Da hast du dein Gold. Ausgezeichnet. Also, ich habe das Amulett nicht. Oh. Was? Hey, reg dich ab. Everaldo, der Söldner, hat es aufgehoben. Red doch mit ihm. Er steht am Tor. Naja, das ist der, der nichts sagen will. Und sonst? Ach, hau doch ab. Ich habe genug zu tun mit den Wölfen. Und die Schafe wollen auch ziemlich oft weglaufen. Aha. Sieht mir aber nicht so aus. So, dann gehen wir mal zu diesem Menschen dahin. Na ja, gucken. Das, Everaldo. Ja, natürlich.
Hast du vielleicht ein Amulett gefunden? Ein Amulett? Ja, habe ich. Willst du es etwa haben? Ja, ja. Würdest du es mir denn so einfach wiedergeben? Bestimmt nicht. Bist du bescheuert oder was? Das Ding ist mindestens, sagen wir, 200 Goldmünzen wert. Auch noch. Aber ich könnte dir das Amulett auch geben, wenn du mir 2 leichte Ork-Äxte bringst. Ich sammle nämlich Ork-Waffen, weißt du? Ach nee, und wie der Zufall gerade so spielt, sind gerade Orks auf eurer Insel. Ich soll doch nur die Drecksarbeit für euch erledigen, weil ihr die Orks wieder los sein wollt. Na wenn schon. Die Orks sind hier mit den Korsaren angekommen und müssen erledigt werden. Dafür bekommst du dann das Amulett. Wenn du mir aber die Waffe nicht bringen willst, dann kannst du mich natürlich auch gerne bezahlen. Wie gesagt, 200 Goldmünzen. Ich habe wohl keine andere Wahl. Na schön, ich überlege es mir. Ja, das ist wirklich so. Ich müsste es mir überlegen. Oh Mann. Kann man ihn denn beklauen? Stand er nicht sehr gewagt? Na, warte. Okay. Dreckiger Dieb. Neben Rüstungen, Gürteln, Ringen und Amuletten erhöhen sich auch Helme und Schilde. Ja, im Stopp-Modus könnt ihr das ja, oder Pausenmodus könnt ihr es ja lesen. Ich werde garantiert nicht da hinten bei dieser Morra-Scheuche da vorbeigehen und mir von den Orks einen auf die Mütze geben lassen. Oder doch? Man sollte es wenigstens mal ausprobiert haben. Na, also hier ist ja die Morra-Scheuche. Und das bedeutet erstmal ein bisschen was futtern. Aber eine Axt hatte ich doch. Die hatte ich aber blöderweise auf Tamora verkauft. Das ist jetzt echt bescheuert. Umzug. So, bitteschön. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ork-Axt. Okay. Trollkirschen gibt's wieder. Oh, hier gibt's ganz viele Trollkirschen. Das sieht echt übelst da hinten aus. Da ist ja schon einer. Oh, Mann. Hehe. Boah. Und da oben ist ein Wolf. Ich wag's einfach mal. Bevor ich hier... Naja, es wird nichts werden. Ich hab zwar eine schöne Rüstung. Ein blödes Schwert. Aha. Ach, ein Wolf hat mich schon entdeckt. Ja, mal gucken, dann springst du runter. Hoffentlich wirst du ein bisschen verletzt dadurch. Genau, richtig. Sollte man gleich... Ein kräftiger wilder Wolf. Mist, der hat mich natürlich auch gleich ein bisschen angeknabbert. Roland. Was? Was denn jetzt? Okay. Sorry für den kurzen Lag. Kann passieren. So. Erstmal hier diese gefundenen Elixiere mal mampfen. Und das Fleisch trinken. Nein, umgekehrt. An dieser Stelle eine kleine Anmerkung. Ich habe noch keine Schildparade gelernt, kann aber es trotzdem irgendwie hier in diesem Kästchen aktivieren. Steht ja auch, ich muss ja Schildparade lernen. Dafür wird dann halt eben mein gesegneter Paladin-Degen ausgeschaltet. Wenn ich den wieder aktiviere, dann sind plötzlich beide aktiv. Ja, ein Fehler, ich weiß es nicht. Trotzdem haben wir ja keinen... Vielleicht sollte ich mal gucken. Nee, der Schild ist auch nicht zu sehen. Sicherheitshalber mal wieder ausmachen. Ja, so viel zur Anmerkung. Ja, wie können wir denn den Orki da hinten mal in die Schüchternheit kriegen? Ich habe nur noch 18 Feuerpfeile, aber dafür jede Menge geschärfte Pfeile. Gut, wenn meine Vermutung aufgeht, dass ich ihn hier mal eben kurz anlocken kann, der mir dicht hinter der Fersen bleibt. So. Ja. Und ich irgendwo hier am Ende einen Weg finde, oben auf den Felsen zu klettern, dann bin ich ganz glücklich. Dann kann ich ja, ne,
zum Beispiel hier. Hier ist ein Part. Los, komm hoch. Jawohl. Dann ziehe ich mal mein... Wo bist du? Ach, da ist er. Du sollst nicht abhauen. Hier bleiben. Auf jeden Fall muss ich ihn erstmal anreizen. Kann ich hier noch stehen? Ja, sehr gut. Oh, gibt ein bisschen Schaden. Okay. Dann haben wir mal schon mal einen Ork-Krieger hier in der Mache. Werde ich natürlich auch wieder verschnellern. So, der Ork-Krieger neigt sich dem Ende zu. Hervorragend. Ork-Krieger. Aha. Er hat schon mal keine Axt im Inventar. Wie komme ich denn jetzt an die Äxte ran? Aber da ist die Kruschpach. Kruschpach. Die hatte ich nämlich bei den Irk-Söldnern da auf Tamora auch gehabt. Blöderweise habe ich die dann auch noch verkauft. Und es regnet. Und das ist nicht so pralle. Dann hätte ich nämlich schon zwei. Dann hätte ich nur einen hier umbringen brauchen. Und ich habe noch irgendwas hier im Vorbeigehen gesehen. Und dann hätte ich ja schon von dem Elveraldo schon das Amulett kriegen können. Aber nee. Mir fällt nämlich auch noch ein, dass ich bei Hawk auch noch einen Deal habe mit Ork-Äxten. Damit ich bei ihm ganz schnell wieder was lernen kann. Ach, hier liegt ein Degen rum. Okay. So, jetzt kommt der Bereich, wo ich nicht so weiß, was noch so auf mich erwartet. Was noch so auf mich? Auf mich wartet, meine ich. So, eine Heilwurzel. Oh, mal hier im Schleichmodus gehen. Ah, da hinten ist noch ein Orki-Borki. Der wird natürlich auch ganz fix. Ja, hier kann man hier hoch? Weiß ich nicht. Probieren wir mal. Wolfsfell, Feuernessel. Ja, viel nicht. Aber kommt er mit hoch? Das ist die große Frage, liebe Leute. Ja, er kommt mit hoch. Das ist ja ein Sack. Guck mal, ob wir mal hier was looten können. Nee, ist nicht. Button hat's. Okay, das ist dann also zu. Dann machen wir hier einen Athletiksprung. Ja, okay, er kommt hinter mir her. Dann müssen wir das machen wie beim ersten. Na, komm her. Da war noch Waldbärenmensch. Und ein Feldknöt. Falsche Seite. Mensch, mach hin. Okay. Perfekt. Ja, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. So, dann habe ich es nochmal ausprobiert. Und jetzt steht er da unten rum und kommt nicht hochgeklettert. Aber ich treffe ihn. Steht er auf dem Stepper oder wie heißt das? Ach, der steht kurz vorm Abgrund. Oh, das kann sein, dass er mir flöten geht. Das will ich natürlich nicht. Okay, und dann werde ich das hier auch noch raffen. Noch ein paar Treffer. Dann ist auch der zweite Ork hier erledigt. Jawohl. Und ich fällt da nicht runter. Ein Glück. Wow. Und da liegen schon mal wieder die Kruschbachs. So. Ork-Krieger, hat der eine Kruschpach? Nee. So, dann gucken wir uns erstmal hier alles ab. Hier gibt es auch wieder schöne viele Sachen zu looten. Mittlerweile ist die Sonne rausgekommen. Ah, Wolfsfelle, sehr schön. Noch ein Wolfsfell. Kruschpach, da ist noch einer. Dürfte ich jetzt wohl genug haben. Ah. Wolfsfelle. So, noch was. Hier ist noch eine Waldbeere. So, ich dürfte hier, glaube ich, alles gelootet haben, so wie ich das sehe. Nicht wahr? Okay. Waldbeere. Perfekt. Dann geht's wieder rüber zu diesem Menschen, der
das Amulett hat. Dann sehen wir uns da gleich. So, auf zu Everaldo. Gucken wir auch erstmal nach, wie viele Kruschpachs wir wirklich haben. 5 sogar. Wow. 2 Äxte geben. Das ist gut. Da, nimm die Äxte. Du hast die Orks also erledigt? Sehr gut. Hier hast du das Amulett. Ja, schön. Machen wir auch so. Wer aufgepasst hat, der weiß ganz genau, dass wir jetzt zu Erik gehen, rennen, springen. Erik, der Korsar. Ach, scheiße, ich hab was vergessen. Leute, nee, das geht ja gar nicht. Oha, gut, dass mich keiner getroffen hat. Ich hab schlecht aufgepasst. Ich habe wieder vergessen, mich umzuziehen. So was Beklopptes jetzt aber auch. Mal gucken. So. Gleiche Fresse, andere Kleidung. Alles gut, Korsarjäger. So, Korsar und auf zu Erik. Bitteschön. Da bist du ja wieder. Ich hab hier was für dich. Hey, doch nicht mein Amulett oder was? Doch, ja, du hast es tatsächlich. Mann, ich hab mich wirklich in dir getäuscht. Du bist echt in Ordnung. Na also. Ich will mehr Gold, hier hast du es. Ach, hätte ich mal vorher abgespeichert. Ich will mehr Gold. Versuchen wir dann mal was herauszuschlagen. Nicht so schnell. Ich will mehr Gold sehen. Leg noch 50 drauf. Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. What? Die Suche war ganz schön anstrengend. Na schön. Hier, nimm diese Münzen. Und jetzt gib mir endlich mein Amulett zurück. Ja, hier hast du es. Ja, ach, diese Quest haben wir erledigt. Schauen wir mal ins Logbuch rein. Ja, da scheint genau das ist erledigt. Ja, weiter geht's, aber wie? Gucken, was er noch sagt. Ich dachte, du wolltest dich mit mir anlegen. Hast du es dir anders überlegt? Willst doch lieber reden, was? Aha. Und sonst sagt Mount nix. Okay. Ja, ich glaube. Oh. Schön. Kann man alles stehlen hier. Das ist gut. Pfanne. Ja, okay. Das ist nur zum Kochen oder Braten. Ja. So wie das aussieht, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mal ins Logbuch zu gucken. Und den Alvarez. Ja. Den Alvarez wirklich zu killen, zu töten. Aber wie mache ich das? Das ist ja gar nicht so einfach gewesen. Das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren, denn ich mache für die 100. eine kleine Jubiläumsfolge, wie ich finde, erst einmal Schluss. Stelle mich schon mal vor Alvarez seine Höhle. Nee, das ist woanders, ne? Es ist weiter oben. Und sage hiermit Tschüss, ich wünsche einen guten Tag. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und vielleicht habe ich noch was übersehen. Kann ja sein. Ciao.